Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann. Heute geht's um dieses Herz. Und damit dieses Herz auch gut funktioniert, habe ich gedacht, müssen wir hier rein ein paar Löcher machen, weil wir machen ein Herz für eine Grabstätte, und zwar nicht für eine Grabstätte mit frischen Blumen, sondern eine Grabstätte mit Seidenblumen, weil manchmal ist die Distanz so weit weg, dass man einfach nicht tagtäglich auf die Grabstätte gehen kann. Und darum habe ich gedacht, zeige ich euch heute mal was nicht einfach kurz bleibt, sondern ganz lange schön bleibt. Und weil wir hier rein Steckmasse reinstecken werden, und wenn das Wasser dann zu voll wird, dass es plötzlich die Steckmasse lupft und davon schwimmt, habe ich gedacht, machen wir da gleich mal ein paar Löcher in dieses Gefäß rein. Wir starten mit der Steckmasse und legen die hier schön sorgfältig rein. Ganz wichtig ist, die Steckmasse sollte nicht zu hoch sein, sodass wir wirklich auch das Herz schön hinkriegen und nicht, dass es plötzlich wie ein Flatsch oder so aussieht, sondern wirklich, dass es schön harmonisch aussehen wird. Ein kleines Puzzle, was wir da machen mit der Trockensteckmasse. Die saugt kein Wasser auf, bleibt schön stabil und funktioniert so super für unsere Grabkreation mit Seidenblumen. Ich nehme zum Anfang einmal etwas Sisalfaser. Natürlich müssen wir uns bewusst sein, mit der Zeit wird unsere Kreation etwas verblassen, etwas vergilben, aber trotzdem einfach schön lange toll aussehen. So. Dann gibt es natürlich auch tolle Seidenblumen, Plastikblumen, aber trotzdem schönes Material, das wir da einstecken können. Das ist jetzt so eine Imitation von Asparagus plumosus, was ich auch gerne als frische Blume verarbeite. Mit dem machen wir hier einmal so ein wenig eine Basis. Ja, es ist etwas speziell, wenn man mit diesen Seidenblumen, Plastikblumen arbeitet, aber man kann somit auch jemandem eine große Freude machen, wenn es dann halt wirklich schön lange schön aussieht. Ich habe hier noch eine weitere solche Plastikgeschichte. Das könnte so eine Art Zypresse sein oder so Chamatiparis, irgendwas. Das sieht auch mega schön aus. Dann für die Basis habe ich gedacht, nehmen wir hier einmal etwas von den Hortensien rein. Die füllen wir einfach auch hier mal so schön ins Gefäß rein. Bei der Hortensie hier jetzt gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Farben. Ich habe jetzt da mich einfach mal für dieses Zartrosa entschieden, passend dann auch zu den rötlichen Rosen, die wir da noch einlegen. Die sind nämlich auch mega schön. Und hier ist wirklich wichtig, dass ich da die Rosen schön in der Form hinkriege. Nicht, dass ich das Gefühl habe, die machen wir jetzt so oder so rein, sondern dass wir da wirklich die Form schön einhalten. Nicht, dass wir da einfach irgendwie zu wild werden, sondern dass das Herz immer noch am Schluss schön aussieht. Ich arbeite hier nicht mit dem Messer oder so, sondern mit der Drahtzange oftmals. Ich habe jetzt da noch, was ich auch in der normalen Floristik mega liebe, diese wunderschönen Phalaenopsis Orchideenblüten. Die kann ich da auch mit Draht gut fixieren und da auch schön liebevoll einlegen. Die
größte Herausforderung bei solchen Kreationen ist natürlich, es sollte harmonisch aussehen, es sollte echt aussehen und trotzdem halt wirklich schön lange frisch bleiben. Darum ist es halt immer eine Gratwanderung, wo du vielleicht auch sagst, ja nein, das geht eigentlich gar nicht. Und trotzdem müssen wir sagen, ja, es sieht doch einfach toll aus am Schluss. Ich verzichte auch jetzt zum Beispiel auf irgendwelche speziellen Materialien, wie zum Beispiel Federn oder solche Sachen, weil da halt wirklich die Vögel auch oftmals rangehen und somit ja, würde das dann auch nicht lange schön bleiben. Darum verzichten wir auf solche Materialien voll und ganz. Sondern wir legen da noch etwas Eukalyptus rein, so wie bei einem normalen Blumengesteck schneide ich die auch ein wenig auseinander. Wirklich einfach, man werkelt fast wie bei einem normalen Blumengesteck, nur dass wir halt wirklich einfach die Materialien halt aus Plastik oder aus Seidenblumen haben und sie dann halt einfach auch lange schön bleiben. Mit dem Draht kann man das Ganze wirklich ganz gut fix machen. Jetzt haben wir da noch so was Schönes. Ich glaube, das ist so wie eine Lupine, nein, es ist etwas anderes. Glycinie, die kann man da auch wunderbar verarbeiten. Schau mal, sieht doch mega schön aus. Das Ziel ist am Schluss einfach ein schönes Blumenherz für eine Grabstätte gemacht haben. Man könnte natürlich diskutieren, ja, die Orchidee darfst du nicht so tief reinmachen, das ist wettvermindend, aber jetzt hier müssen wir da irgendwie einfach unsere Materialien einstecken, die wir zur Verfügung haben und dadurch ist das halt einfach mal so. Jetzt haben wir da in der Mitte noch eine etwas größere Lücke, da, und da lege ich jetzt dann nochmals eine Phalaenopsis Orchidee Blüte rein und dann haben wir ein ganz schönes Blumenherz kreiert, das ganz lange schön bleibt, das ganz lange Freude machen wird hoffentlich und das sich einfach gut für eine Grabstätte als Schmuck eignet. Da vorne haben wir noch eine kleine Lücke, da schnappen wir uns noch so ein Eukalyptus und dann, ja, dann haben wir unsere Kreation auch schon fertig gewerkelt. Ich hoffe, du konntest meinen Gedanken, meinen Ideen für dieses Herz, für die Grabstätte folgen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe dich inspiriert. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Falls du das erste Mal heute beim Blumenmann mit dabei gewesen bist, ja dann freue ich mich auch über ein Abo vom Blumenmann-Kanal. Hier gibt es immer wieder was Spannendes, Exklusives und Schönes zu entdecken. Und dann sag einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Auf bald wieder hier bei mir.